Round one. Erste Runde geht los und auf geht's. Fängt direkt mit einem starken Low-Kick an. Schon wieder. Steiner Frontkick. Ist da nur ausgerutscht, ohne Gegenwirkung. Die blaue Ecke setzt eher auf die Low-Kicks von Anfang an. Starker High-Kick. Starker High-Kick. Kämpfer aus der blauen Ecke arbeitet vor bis jetzt fast nur mit seinen Beinen. Würde er die Kicks mit den Händen vorbereiten, bin ich mir sicher, würden die noch besser im Ziel landen. Könnte noch ein paar mehr Lücken öffnen. Sehr stark. Und wieder ein Low-Kick. Ja. Und ein Middle-Kick. Auf die Leber. Aber der saß nicht so. Wir haben noch eine Minute vor uns in der ersten Runde. Ja, langsam merkt er die Low Kicks. Langsam merkt er auf jeden Fall die Low Kicks. Jetzt geht's. Jetzt geht's zur Sache. Starker Mittelkick. Die rote Ecke faked ein bisschen zu viel. Sollte stattdessen einfach mal lieber draufhauen. Genauso wie jetzt. Und die letzten paar Sekunden der ersten Runde, da war er sehr tief im Kopf. Der war ein Gründer. Das war nicht zu spät. Von der ersten Runde mal schauen, was die zweite oder die dritte Runde bringt. Der Kartenmann ist direkt wieder zur Stelle. Für die Leute, die neu zugeschaltet haben, der Mann mit dem roten T-Shirt, der Cutman, schmiert den Kämpfern in der Ringpause immer die Vaseline ins Gesicht, dass die Haut sich etwas lockert. Nicht so schnell Blessuren oder Cuts entstehen, weil im Endeffekt wollen wir ja unsere Kämpfer hier schützen und die Gesundheit der Kämpfer ist an erster Stelle. Und hier geht's jetzt zur zweiten Runde. Here we go, Runde 2. Und wieder ein Low-Kick. Question Mark Kick-Versuch. Landet leider nicht so im Ziel, wie geplant. Oh, nein. Wir haben hier K1, kein MMA. Ja. Kann mal passieren, wenn man den Handschuh anhat und sonst eventuell nur MMA trainiert. Aber sollte es nicht und wieder ein Low-Kick. Wieder ein Low-Kick, der ins Ziel kommt. Und wieder ein Low-Kick. Sehr starke Kombination.
Und ja, wieder ein Lowkick. Und wahrscheinlich kommt gleich wieder. Ein Mittelkick zur Abwechslung. Aber jetzt kommt der Lowkick. Ja, der Kämpfer aus der blauen Ecke scheint mir auf jeden Fall schon sehr erschöpft, sehr müde. Das ist sehr schlecht mit dünnen Handschuhen. Wir sind beim MMA, Jungs. Nicht beim MMA, wir sind beim K1. Für die Zuschauer nochmal, wir kämpfen hier Kickboxen, nicht MMA. Sie kämpfen aber trotzdem mit dünnen Handschuhen. Ja, Doublette von Lowkicks. Langsam merkt er sie. Langsam merkt er sie. Für die Zuschauer, die nicht so im Kampfsportbereich tätig sind, eventuell das erste Mal gerade über Fight 24 die HFC Fight Night anschauen. Ja, im Endeffekt sind die Lowkicks dafür da, dem Gegner die Spritzigkeit zu nehmen, sein Bein schwer zu machen und ja, man kann ihn auch durch ein Lowkick ausnocken. Wenn er eben nicht mehr auf dem Bein stehen kann, wird der Kampf auch abgebrochen. Jetzt wird er, jetzt bringt es auch mal die Hände. Weiter, nicht stehen bleiben, weiter. Mittelkick. Question mark Kick Versuch. Und wieder ein Lowkick. Langsam, aber sicher sollte das Bein, denke ich mal, durch sein. Zumindest laut der Mimik Gestik des Gegners. Und das ist der erste Knockdown. Der erste Knockdown in diesem Kampf. Aber es geht weiter. Es geht weiter. Erster Knockdown. Gerne so weiter, Jungs. Gerne so weiter. Ja, letzte Runde. Jetzt sehen wir, wer den Sieg mehr will. Wer will mehr den Sieg? Wer bringt heute den Sieg nach Hause? Vincent oder Emilio? Letzte Runde, auf geht's. Und weiter geht's mit den Low Kicks. Oh, ja, ich habe es vorhin angesprochen. Irgendwann wird er davon runtergehen, wenn er sie nicht blockt. Ja, er zieht das Bein schon hoch, das Bein ist schon deutlich angeschlagen. Ex-Kick-Versuch, aber ja. Deutlich am Ziel vorbei. Und der Low-Kick. Ja, den muss er vorbereiten. Mittlerweile weiß der Gegner, was die Sache ist, dass er nur die Lowkicks will. Den muss er vorbereiten mit den Händen. Sehr schöner Kick. Jetzt kommt aber die rote Ecke mal nach vorne. Fängt auch mal an, die Lowkicks zu blocken. Lowkick, ja. Die wird auf jeden Fall die nächsten Tage noch spielen, die Lowkicks. Da bin ich mir sicher. Ja. Das Bein ist so gut wie durch.
Ja. Ja, da haben wir es. Aber er sollte auch mal vielleicht die Taktik ändern. Jetzt mal vielleicht, jetzt kommt der aber nach vorne. Jetzt geht's aber los. Genau so, Jungs, das wollen wir sehen. Nein, nicht greifen, wir sind beim K1. Clinchen, ja, greifen, nein. Es geht weiter. Es wird nicht angezählt oder dergleichen. Ja, komm. Also, ein bisschen vorbereiten muss man die jetzt mittlerweile schon. Oder halt mal vielleicht einen Level-Change machen mit dem High-Kick kommen. Weil damit rechnet der Gegner, glaube ich, aktuell nicht, sondern nur mit Low-Kicks. Ja. Oh! Jetzt geht's los. Letzte 45 Sekunden. Dreht er hier noch das Ding? Die letzten 30, 35 Sekunden. Die Fans sind heiß. Ja. Oh. Er will's wissen. Vincent will's wissen. Schauen wir mal, ob es gereicht hat für Vincent für den Sieg. Der bringt hier auf jeden Fall sehr viel Fans mit. Oder hat hier gerade auch sehr viel Fans für sich zugewonnen. Schauen wir mal. Give him a big hand. Grand applaudissement pour tous les deux combattants. We have a winner in the blue corner, Emilia Vella. Ja, aus der blauen Ecke kommt der Sieger, Emilia. Mal wieder heute Abend aus dem JP Gym. Super. Aber auch den Kämpfer aus der roten Ecke, Vincent.